Alltagsrassismus kommt eher beiläufig und subtil daher, zum Beispiel in der Frage, und kannst du dir vorstellen, wieder in deine Heimat zurückzukehren? Aus wissenschaftlicher Sicht wird all das, was wir als Alltagsrassismus zusammenfassen, viel zu wenig als gesellschaftliches Problem wahrgenommen, meist verharmlost. Im November hat die Augsburger Zeitung mit Blick auf eine Studie der Uni Leipzig getitelt: Alltagsrassismus ist in Bayern besonders hoch. Und die jüngste Studie der Bertelsmann Stiftung, eine Sonderauswertung des sogenannten Religionsmonitors vom vergangenen Donnerstag, spricht von vielen Vorurteilen und Ausgrenzungen gegenüber Muslimen. Und von Angst. Dort, wo kaum Muslime leben, nämlich in Sachsen und Thüringen, fühlen sich über 70% der Befragten vom Islam bedroht. Wir haben Menschen eingeladen, die uns aus vielfältigen Bereichen erzählen, was sie erleben im Sinne von Alltagsrassismus, was sie darunter verstehen. Ibrahim Yetim ist bei uns. Herr Yetim, vielleicht bevor wir uns auch mit vielen, vielen Beispielen auch klar machen, was sich hinter Alltagsrassismus verbirgt, versuchen wir den Begriff einmal ein wenig zu greifen, zu packen. Ist das schwierig? Ich habe zu Beginn der Sendung gesagt, oft kommt Alltagsrassismus subtil her, ein bisschen beiläufig. Was ist es für Sie? Dieses ganz Harmlose, wenn es dann heißt, wo kommst du her? Oder du sprichst aber gut Deutsch. Das sind dann so Beispiele dafür, dass das ganz subtil ist, vielleicht auch nicht böse gemeint, vielleicht auch einfach nur neugierig zu sein, wo kommst du her, ist aber so eine Frage, die sofort klar macht, dass man nicht dazugehört. Das sind so Beispiele, wo ich einfach feststelle, dass es auf einer ganz, ganz subtilen Ebene abläuft, vielleicht auch nicht böse gemeint, aber immer wieder das Zeichen, das Signal an den anderen, dass er nicht dazugehört. Alltagsrassismus, sagen Sie, bedeutet, dass die einen sagen, wir sind, ich sage jetzt mal, die richtigen Deutschen und ihr seid die anderen und ich drücke euch dann noch ganz bestimmte Vorurteile, Schablonen auf. Kann man das so zusammenfassen? Das kann man so zusammenfassen. Auf der einen Seite die Bio-Deutschen, sage ich dann immer an der Stelle, und auf der anderen Seite eben diejenigen, die dazugekommen sind oder die hier geboren sind. Auch die sind ja immer noch dadurch belastet, dass eben dieser subtile Alltagsrassismus stattfindet. Nun sind Sie hier geboren, in Dienstlagen. Wie ist es für Sie, Stichwort Alltagsrassismus? Ja, ich erlebe das natürlich auch immer wieder, obwohl man mir das nicht so unbedingt ansieht, dass meine Eltern aus der Türkei eingewandert sind. Aber ich erlebe es auch. Also die Frage, wo kommst du her, beantworte ich dann mit aus Moers, wo ich jetzt wohne. Nein, wo bist du her? Wo kommst du her? Kommt dann nochmal als Frage. Dann sage ich, aus Dienstlagen, da bin ich geboren. So, und dann wird es schon peinlich für den anderen, bis dann, ich merke es ja, bis dann irgendwann mal klar wird, dass ich ihn natürlich auch ein bisschen auf den Arm nehme und ihm vorführe, dass er mich jetzt gerade etwas fragt, was für mich was völlig selbstverständlich ist. Ich bin hier geboren, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft. Und die Frage ist natürlich schwierig dann, wenn man wirklich nur wissen will, wo sind die Wurzeln eigentlich oder wo kommt die Familie her? So, also an der Stelle merkt man das dann immer wieder und das erlebe ich natürlich auch auf anderen Ebenen und auch schlimmer. Dr. Oliver Decker ist Sozialpsychologe und Rechtsextremismusforscher an der Universität in Leipzig. Ihnen erstmal hallo, Sie sind uns aus Leipzig zugeschaltet. Sie haben uns zugehört. Ich habe im Vorfeld der Sendung mal geguckt, ob es eine offizielle Definition für Alltagsrassismus gibt. Gibt es eine wissenschaftliche Definition? Der Rassismusbegriff selber ist ja einer, der recht alt ist, der aufgekommen ist, um die Menschen zu unterteilen, und zwar eine wertende Unterteilung vorzunehmen hinsichtlich bestimmter Fähigkeiten. Und Rassismus bezeichnet eben erstmal ganz allgemeine Unterscheidung von Menschen hinsichtlich ihrer Wertigkeiten. Und vor allen Dingen meint es damit auch, dass es Ungleichwertigkeiten mit angenommen werden. Es ist gleichzeitig natürlich auch mit enthalten, das, was wir heute auch sehr aktuell immer wieder sehen, dass es diejenigen, die eben als Bio-Deutsche bezeichnet worden sind, als eine entsprechend auch homogene Gemeinschaft betrachtet werden, die eben auch angestammten Vorrechte hat und die aus dieser rassistischen Definition des anderen abgeleitet werden. Heute können wir tatsächlich eher sehen, dass im Alltagsrassismus, also in der alltäglichen Verwendung rassistischer Stereotype, gar nicht mal mehr so stark auf biologische, also angenommene genetische Unterschiede abgehoben wird. Faktisch ist das ja ein Biologismus, also etwas, was der Versuch ist, Erkenntnisse aus der Biologie auf den Menschen als gesellschaftliches Wesen zu übertragen und damit eh auch schon ein Irrglaube.
Aber dieser Rassismus gibt sich heute ein anderes Gewand. Das ist nicht mehr ganz so deutlich mit Blick auf die angenommenen biologischen Unterschiede, sondern auf kulturelle Unterschiede bezogen. Also das heißt, deswegen sprechen wir auch häufig beim Alltagsrassismus innerhalb der Wissenschaft vom Kulturalismus. Also dass die Ungleichwertigkeit von Menschen abgeleitet wird aus ihrer kulturellen Herkunft, die sie determiniert und denen auch gar keine andere Möglichkeit lässt, als so zu handeln, wie sie handeln. Und diese ethnische Konzeption, die wird tatsächlich findet sehr weite Verbreitung und auch sehr hohe Zustimmung. Das heißt, die Abwertung von Menschen aufgrund einer angenommenen Herkunft, aufgrund ihrer Ethnie, einer ethnischen Zuordnung, die ist sehr verbreitet und wir können die in weiten Teilen der Bevölkerung finden. Ibrahim Yetim hatte in seiner Beschreibung von der Form des Alltagsrassismus, den er kennt oder den er beschrieben hat, auch unter anderem die Frage gestellt, wo kommst du her? Also eine Frage, die ihm immer wieder gestellt wird. Und einer unserer Gäste, Emre Özipek, der hier bei uns ist als Student in Köln, hat ein Café, das Café Nachtigall hier in der Nachbarschaft und musste sehr grinsen. Das heißt, da ist ihnen aus der Seele gesprochen worden. Könnte man so sagen. Also ich kann das auch manchmal schwer unterscheiden, ob das eine fremde Angst oder Alltagsrassismus ist. Aber ich habe auch so öfter sowas erlebt, das habe ich mir auch gedacht, okay. Also zum Beispiel einmal fahre ich nach Bayern, da hatte ich einen Freund, da wollte ich ihn besuchen und habe ich ein EC-Ticket gekauft und kein Platz reserviert, dann habe ich mir Platz gesucht, da war ein freier Platz, da dachte ich mir, okay, frage ich nach, ob das frei ist, da gibt es immer noch Schilder, könnte man auch so lesen. Trotzdem habe ich Höflichkeit gefragt, da war zwei Oma und eine Opa, habe ich gesagt, ist das hier frei? Die haben nur den Kopf genickt, so. Dann habe ich mich da gesessen und als ich da sitze, die haben alle ihre Tasche sich an sich gedrückt, so richtig, ja, so wie. Also, sie hatten Angst, dass sie bestehlen wollen. Ja, also dann habe ich auch genauso so reagiert. Dann habe ich auch meine Tasche an mich gedrückt und dann ganzen Zeit so paranoid die angeschaut und so. Die waren so verblüfft. Dann irgendwie, die gucken mich auch so komisch an. Die haben bemerkt, also das ist einfach doof, was die machen. Also weil ich einfach anders aussehe, bedeutet nicht, dass ich Diebe bin oder so. Und auch einmal in einem Amt, also das gerade mir eingefallen, als die amtlichen Diskriminierung geht. Ich war einmal beim Amt, ich will das nicht nennen, und da habe ich meine Tasche dabei, aber war ein bisschen chaotisch. Ich musste eine Unterlage abgeben. Dann habe ich so, wollte ich das ein bisschen Witz machen, damit das ein bisschen lockerer wird. Habe ich gesagt, Entschuldigung, dann habe ich türkische Ordnung bei mir, also. Und der Beamte guckt mich an und sagte, es ist kein Problem, es gibt auch deutsche Kanaken. Also habe ich ihn angeschaut, dachte ich mir, okay, was soll ich jetzt machen? Und also das war für mich, und das war ein Amt, das ist nicht irgendein Amt, hatte ich mir auch gedacht, ey, ich muss vielleicht ihn einfach klagen. Also das heißt, es geht hin bis zu Beleidigungen. Grundsätzlich aber habe ich Sie so verstanden, dass Sie schon versuchen, es auch ein bisschen mit Humor zu nehmen. Ja, das ist mit der Zeit, macht man einfach so, weil für mich Zeichen von geringer Intelligenz von Menschen, es gibt überall solche Menschen. Also natürlich, das ist unangenehm, aber ich mache jetzt darüber nur Humor. Herr Özipek, erstmal danke für Ihre Schilderung. Wir haben noch weitere Menschen hier, die Erfahrungen gemacht haben im Alltag mit eben Ausgrenzungen und Diskriminierung. Genau, und bei uns ist Helene Batemona-Abeke, die bei der Diakonie Flüchtlingsberatung arbeitet. Frau Batemona, wir haben eben gehört, Humor ist eine Möglichkeit, damit umzugehen, aber vielleicht frage ich Sie erstmal, was machen Sie, was sammeln Sie für Erfahrungen im Umgang? Ja, ich habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht, als Person, als Sozialarbeiterin und auch als eine Afrikanerin. Das ist immer zu unterscheiden, je nach Auftrag, die mich begleitet. Als Afrikanerin muss ich sagen, dass ich erlebe auch einiges hier in Köln. Zum Beispiel, einem Beispiel, ich saß an der Bahn und ich glaube, viele von uns, sie haben das auch erlebt, dass die Bahn bleibt leer, keine sitzt neben mir, bis vielleicht alle anderen Plätze besetzt sind. Und manchmal die Leute entscheiden wirklich zu stehen als neben mir.
mir zu sitzen. Das hat mich gestört am Anfang und mittlerweile nutze ich das aus. Vielleicht stelle ich auch meine Tasche oder strecke meine Beine, aber das ist mit Zeit. Ich habe dieses Selbstbewusstsein mit Zeit entwickelt, aber am Anfang hat mich sehr gestört. Ich habe in der Moderation gesagt, oft kommt Alltagsrassismus ein Stückchen subtil daher, so beiläufig, eher so nebenbei, ein abwertender Blick, die Tatsache, dass man gar nicht wahrgenommen wird. Kennen Sie diese Erfahrung auch, so dieses subtile, so nebenbei im Vorbeigehen? Ja, das kann ich jetzt als Familienhilfe, weil bin ich ja unterwegs in Auftrag von Jugendamt, wo ich manchmal auch Klienten begleite beim Behördengängen. Und wenn ich mich jetzt als Sozialarbeiterin identifiziere, merke ich, das werde nicht direkt wahrgenommen. Da muss ich noch was extra tun als meine deutschen Kollegen zum Beispiel. Also manchmal werde ich nach meinem Dienstausweis oder Visitenkarte gefragt oder in einem Fahrgespräch, dann merke ich immer Formbehalt und das stört einfach. Also ich werde irgendwie von der Fachlichkeit akzeptiert, aber nicht direkt. Ich muss das beweisen, dass ich das kann. Und das ist sehr anstrengend und man kriegt ein Gefühl, dass ich eigentlich anders bin als die anderen. Und das ist kein gutes Gefühl. Marius Jung ist bei mir. Sie sind Kabarettist, leben in Köln und haben ein Buch geschrieben, das für viel Aufmerksamkeit wegen allein des Titels schon gesorgt hat. Singen können die alle, Handbuch für Negerfreunde. Da steckt eine ganz schöne Provokation drin. Warum haben Sie den Titel so gewählt? Weil wir sonst jetzt hier nicht stehen würden und darüber reden würden. Will heißen, ich glaube, dass Kommunikation das Allerwichtigste ist, was jedweden Rassismus angeht. Und von daher ist eine Provokation der Weg, um die Leute aufmerksam zu machen, um den Leuten nochmal klar zu machen, Moment, was ist das? Also wenn ich keine Irritation hervorrufe, bekomme ich keine Aufmerksamkeit auf das Thema und keine Beschäftigung mit dem Thema. Und deswegen habe ich das so gemacht und das hat ja fantastisch funktioniert, weil vor allen Dingen viele Menschen einen Pavlovschen Reflex bekommen, sobald sie das Wort Neger sehen, lesen oder hören, sofort einfach nur laut Rassismus rufen, ohne zu schauen, was dahinter ist. Und das ist mir passiert. Ich habe einen Rassismuspreis für dieses Buch bekommen, also für den Titel. Und das hat mich auf die Bestsellerlisten zum einen gebracht, was für mich schön war. Und es hat extrem viel Diskussion darüber wieder angefacht. Und das ist einfach gut. Sie haben einen Grund, warum Sie das Buch geschrieben haben, weil Sie selber Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht können Sie den Hörerinnen und Hörern mal sagen, was Ihnen so bisher passiert ist. Ja gut, ich lebe schon das ein oder andere Jahr als Schwarzer in Deutschland. Und mir passieren so Sachen wie, geh doch zurück. Das ist zum Beispiel ein Satz, den ich neulich gehört habe, was ich dann in dem Moment tatsächlich erstmal blöd finde, aber hinterher kann ich ja zum Teil wirklich auch drüber lachen, wenn mir jemand sagt, geh doch zurück. Ich war in meinem Viertel und ich war auf dem Weg nach Hause. Und das ist dann, ja, das ist so viel, da steckt so viel Dummheit dann eben drin. Oder eben, ich weiß ja, dass man gegen solche wie euch nichts sagen darf. Das ist auch ein typischer Alltagsrassismus-Spruch. Da merkt man einfach, dieser andere Mensch, der mir gegenüber steht, hat sich null damit auseinandergesetzt, hat einfach nur Angst vorm Fremden und versucht das jetzt damit dann zu kompensieren. Sie sind Kabarettist. Wie viel Humor braucht man in Deutschland, um mit einer dunkleren Hautfarbe durch die Straßen zu gehen? Ich glaube, dass Humor immer ein gutes Mittel ist, um damit umzugehen. Also will heißen, wenn ich über ein Thema lachen kann, erst dann habe ich die Aufsicht, dass ich mich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen kann. Wenn ich noch nicht darüber lachen kann, stecke ich noch so stark im Schmerz oder in dem Ding drin, dass ich keine Aufsicht habe. Und dann kann ich mich nicht wirklich mit dem Thema auseinandersetzen. Also stark sein gehört dazu. Ja, unbedingt. Und drüber lachen bringt auch ein bisschen Leichtigkeit. Und ich habe gemerkt, dass ich mit dem Buch auch Herzen geöffnet habe. Weil über Lachen öffnen wir uns. Und wenn wir uns öffnen, können wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. George Osala ist bei uns, Koch hier nebenan im Café Sehnsucht. Herr Osala, wir haben gerade gehört, Humor, eine Möglichkeit vielleicht mit der einen oder anderen Bemerkung, so unter Motto, wann gehst du zurück, umzugehen. Wie machen Sie es? Wie gehen Sie damit um? Also ich glaube, ich muss seine letzte Worte annehmen. Wir brauchen einfach Mut. Mut, dabei zu sein. Wir sind alle nur Menschen. Und
Ich glaube, das, was Sie gerade erzählen, Mut bei Ihnen war zu hören, Kompetenz. Also wenn man alle Komponenten zusammenfügen würde, da brauchen wir eine befähigte Gesellschaft, sich zu öffnen und zu sagen, da ist ein Mensch mir gegenüber, er sieht total anders, aber er ist auch einfach Mensch wie ich. Wir haben uns alle fließende Blut im Körper und der Farbeunterschied oder der Aussehen ist nicht der entscheidende Punkt. Aber interessant an bei Ihnen ist, das geht mir auch manchmal zu, man muss ganz stolz sein, vor die Leute anzutreten und sagen, ich bin so, wie ich bin. Und bei Sie war es sehr gut zu hören, man muss auch seine Bewusstsein und Fachkompetenz darstellen. Und um diese ganzen Probleme umgehen zu können, hat jemand von Humor geredet. In Köln, wir leben jeden Tag mit Humor. Also ich gehe das damit ganz gut um, dass wenn jemand, bevor jemand mich fragt, du bist schwarz, dann sage ich selber, ich weiß, ich bin schwarz. So. Damit ist das Thema gegessen. Wenn ich Pech habe, da wird jemand fragen, wo kommst du her? Und haben wir auch eine Runde mitbekommen. Ich sage immer, ich komme aus Köln-Ehrenfeld. Und gibt es Leute, die wissen nicht, wo Ehrenfeld ist? Dann sage ich, da ist ein Stadtteil in Ehrenfeld. Oliver Decker, Sie sind Rechtsextremismusforscher an der Universität in Leipzig, leiten das Kompetenzzentrum für Rechtsextremismus und Demokratieforschung. Sie sind aber auch Sozialpsychologe. Wir haben jetzt einige Beispiele hier gehört, wo man ja schon merkt, dass die Menschen inzwischen vielleicht auch erst, aber doch die Kraft haben, Dingen zu begegnen, die sie mit Ausgrenzung konfrontieren. Kann man davon ausgehen, oder ich denke mal, man kann davon ausgehen, dass es eben andere Menschen gibt, die das nicht so gut verkraften können. Welche Auswirkungen kann Alltagsrassismus haben? Tatsächlich ist es so, dass rund 30% der Deutschen, die wir befragt haben, der deutschen Staatsbürger, in unseren Erhebungen sich finden, dass Deutschland durch die vielen Ausländer, ich zitiere jetzt unsere Aussage, in einem gefährlichen Maße überfremdet ist. Das ist das, was im Alltag dann Menschen begegnet, die auf die eine oder andere Weise als anders wahrgenommen werden. Das Problem, was sich daraus im Alltag ergibt, ist tatsächlich eben auch, und die Erfahrungsberichte geben ja darüber Auskunft, dass das in einem hohen Maße auch eine Stigmatisierung ist, die damit einhergeht. Denn wir definieren uns ja nie selber allein in sozialen Situationen, sondern wir werden durch andere auch mitbestimmt. Und wie wir uns selber erleben, unsere Identität hängt sehr stark davon ab, wie uns andere wahrnehmen. Das ist eine beziehungsgebunden. Also ich als Person ist immer daran gebunden, wie ich mich durch andere erfahre. Und das ist tatsächlich etwas, was in jedem Fall auch einer Stigmatisierung gleichkommt. Und man muss damit beginnen, und da haben wir jetzt einiges an Erfahrungen gehört, auch mit dieser Stigmatisierung umzugehen. Da gibt es auch sehr gute Wege, aber es ist halt auch die Frage, wie viel bringt man mit? Sehr viele Menschen, die zu uns kommen, sind ja auch belastet durch entweder die Erfahrung im Herkunftsland oder durch den Fluchtweg, der ja auch selber traumatische Qualität häufig hat. Wir wissen das ja aus den Berichten. Und wenn diese mit dem Rassismus konfrontiert sind, dann ist das eine Form von Traumatisierung, die anknüpft an die bisherigen Erfahrungen. Das sind dann auch schwere psychische Belastungen. Und vor dem Hintergrund dieser Belastung ist es sehr viel schwieriger, mit diesen Rassismen, denen Menschen begegnen, umzugehen. Und die sind im Grunde genommen eine Form von Aufsummierung von Traumata. Und jemand, der heute auf der Straße Migranten gegenüber als Ausländer, als Fremde, als andere begegnet und so auf die reagiert, knüpft im Grunde genommen oder läuft immer Gefahr, auch selber an dieser Traumatisierung, an solchen traumatischen Erfahrungen mit selber schuldig zu werden. Bei uns in der Runde hier ist auch Rachel Wolde-Michael. Frau Wolde-Michael, wir haben eben schon die Behörden ein paar Mal auch mit ins Gespräch gebracht. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. Vor der Sendung gab es ein Beispiel, was ich sehr beeindruckend fand. Sie haben gesagt, Sie sind von Köln aus mal nach Augsburg zu einer Veranstaltung, nach Würzburg gereist. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. Ich hatte eine Veranstaltung von meinem Arbeitgeber und bin dann halt abends in die Stadt, war neugierig, wollte ein bisschen Würzburg sehen und wurde dann tatsächlich 5-mal von der Polizei an unterschiedlichen Stellen immer wieder angehalten und musste mich ausweisen.
Und tatsächlich kamen dann so Fragen, wie lange ist mein Aufenthalt hier? Und ich meine, ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft, wo ich einfach nur meinte, ich glaube nicht, dass ich Ihnen diese Frage beantworten muss. Und das war wirklich am Ende dieses willkürlich rauspicken und ja, interessiert uns nicht, dass du jetzt hier die deutsche Staatsbürgerschaft hast, sondern du musst dich jetzt hier offenlegen. Und dann musste ich, am Ende habe ich gemeint gehabt, ja, ich bin in dem Hotel und ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Woche bleibe oder nur diese 2 Tage. Und damit haben sie sich nicht wirklich zufrieden gegeben. Und ich finde das schon fragwürdig, also dass man einmal dieses sich ausweisen muss, was ich in irgendeiner Form noch nachvollziehen kann, aber dann dieses ständige Hinterfragen, wie lange ist Ihr Aufenthalt hier, wo wohnen Sie, was haben Sie vor, wo wollen Sie jetzt hingehen, von wo kommen Sie jetzt gerade, da habe ich mich echt gefühlt wie so eine Kriminelle. Und klar, man nimmt das mit also in irgendeiner Form als Humor, aber irgendwo in einem ist dann doch so eine Stimme, die halt sagt, das ist nicht rechtens und was soll ich jetzt dagegen machen? Nun reden wir heute über Alltagsrassismus, also etwas, was tatsächlich auch zum Alltag auch dazugehört. Würden Sie sagen, dass solche Begegnungen, solche kleinen Schikanen, sag ich jetzt mal, oder Bemerkungen oder kurze Blicke oder so, dass das tatsächlich zu Ihrem Alltag gehört oder sprechen Sie eher doch von Ausnahmeerfahrungen? Es gehört zum Alltag. Also erst vor 1,5 Wochen wurde ich tatsächlich beim Bäcker gefragt, woher ich so perfekt Deutsch kann, denn ich bin ja jetzt über Nordafrika mit dem Schiff ja rübergekommen. Da war ich erstmal erstaunt, dass sie doch so viel Ahnung hat, wie ich jetzt nach Deutschland übergesiedelt bin. Und dann wurde weiter philosophiert, dass ich das bestimmt, also über Norditalien am Rhein entlang hier in Köln gestrandet bin. Und ich dachte dann so, danke für das Gespräch. Was soll ich dazu sagen? Und meinte, nee, so ist das nicht abgelaufen. Doch. Ist. Ich habe das in den Nachrichten gesehen. Und mich wundert, dass Sie als Afrikanerin so perfekt Deutsch können. Und da dachte ich, okay, was soll ich jetzt dieser netten Dame sagen? Mit Humor oder erwürgen? Ich nenne das jetzt beim Wort. Also so, wie ich mich da in dem Moment gefühlt habe. Und meinte, nee, ich bin hier zur Schule gegangen, bin hier in Deutschland aufgewachsen und all das. Aber das wurde nicht wahrgenommen. Also es war wirklich dieses Bild. Sie muss mit dem Boot nach Europa rübergesiedelt sein, in Italien gestrandet sein, irgendwie hierher und dann irgendwie in Köln und hat innerhalb dieser kurzen Zeit so perfekt Deutsch gelernt. Da muss man dazu sagen, Rachel Wolde-Michael, Sie sind Juristin, das heißt, Sie kennen Ihre Rechte ganz genau hier in Deutschland. Umso mehr konnten Sie sich natürlich dann auch zur Wehr setzen. Dennoch mussten Sie die Angaben dann alle irgendwann machen. Wir haben Susanne Rochas hier, sie ist Grafikdesignerin. Wenn wir von den Ausgrenzungen im Alltag sprechen, wie sind da Ihre Erfahrungen? Wie meinen Sie Ausgrenzung? Also Abgrenzung in dem Sinne, dass man sie erkennbar zu etwas jemand anderem macht, also nicht dazugehörig. Das ist ja das, wie auch Alltagsrassismus definiert wird. Also am Anfang würde ich sagen, es war schwer und schlecht. Also vor allem bei der Behörde, die waren ziemlich unfreundlich. Aber danach, als ich die Sprache gelernt habe, war viel einfacher. Ich würde sagen, das geht auch sehr subtil. Also ich bei manchen Situationen ist das so, dass man wird immer wieder gefragt, wo kommt man her? Oder was ich nicht schlimm finde, das würde bei uns auch passieren, wenn jemand so blond ist und blauäugig. Also ich fände es auch, das gehört zum Neugier, zum Mensch. Und dann kann man dazu sagen, Sie haben dunkle, lange Haare, dunkle Augen. Ja, so ist das. So. Aber ja, oder viele Leute fragen, wie ich hierher gekommen bin. Und letztendlich bin ich hier gekommen wegen einem Freund. Und dann manche Leute haben gesagt, ach so, wie diese Frauen aus Thailand. Oh. Ich finde es manchmal sage ich das nicht, weil es sehr peinlich ist. Und wie gesagt, man muss das mit ein bisschen Humor nehmen. Dann sage ich manchmal, wenn die Leute fragen, wieso bist du hierher gekommen, dann sage ich, ja, ich bin an Strandgut und ich wurde importiert. Und dann spare ich mich das Ganze, weil ich finde es halt so, wie es ist. Und
ich nehme die guten Seiten, der dieser Gesellschaft hat, ne, die Rechtsstaatlichkeit und die Zivilität, so wie es ist. Und die andere Seite denke ich, ja, man muss ein bisschen lachen, aber es ist halt so, manche Tage man hat es ein bisschen schwer. Raoul Jarrin ist auch bei uns. Er ist Erlebnispädagoge, Bildungsreferent. Und wenn wir das hier alles so hören, Ihre Vorrednerin, Frau Rochers, hat es ja gesagt, es gibt natürlich auch die positiven Seiten in Deutschland. Überwiegen die nach wie vor auch für Sie? Ja, also das war natürlich in den Anfängen, das war etwas bitter, dass ich natürlich nicht die Sprache beherrscht hatte. Obwohl das hatte ich mich Mühe gegeben. Und lustigerweise habe ich mich gefunden, dass diese Konfrontation, die ich habe hier gegen die Deutsche sozusagen, zum Beispiel in der Arbeitssuchenden, in der versprechenden Interview oder sowieso, die haben immer besser Wissen als ich. Obwohl, dass ich war besser qualifizierter. Ne? Aber danach, in der Anfang, ich war total beleidigt, dass, warum? Ich hatte jede Menge Zeit in die Uni investiert und die hier ist nicht anerkannt oder totaler. Aber danach habe ich das alles mit Humor genommen. Auf jeden Fall, egal wie das ist, die haben verloren, ich nicht. Humor und Stärke, das haben wir jetzt heute schon relativ häufig gehört. Ja, Ibrahim Yetim bei uns, selber auch Landtagsabgeordneter. Sie kennen auch Beispiele, haben Sie auch vor der Sendung kurz angedeutet, auch von Alltagsrassismus. Wie gehen Sie damit um? Um Humor haben wir eben gehört, man fühlt sich ein Stück beleidigt, aber es gab auch das Stichwort Wut. Kennen Sie alle Gefühle auch? Ich kenne alle Gefühle auch, weil ich sie eben auch genau so erlebt habe. Auf der einen Seite sage ich mir, ja, mit Humor kann man da dran gehen. Aber irgendwann summiert sich das so, das sind immer so kleine Stiche, die man so bekommt. Ich selber lache dann auch schon mal. Aber ich merke einfach auch, irgendwann ist es auch gut, weil es einfach auch nach so vielen Jahren, die wir jetzt hier sind, so viel Zeit, wie wir hier in Deutschland investiert haben. Also wir sind, ein großer Teil ist natürlich auch hier geboren, hat hier studiert, trägt dazu bei, dass diese Gesellschaft lebt und wird aber immer wieder ausgegrenzt. Irgendwann ist auch mit Humor dem nicht mehr beizukommen. Und das ist, glaube ich, einer der Punkte, wo ich einfach auch für mich selber merke, ich lache darüber, aber innerlich ist es so, dass es immer wieder so kleine Verletzungen sind, die man mit Humor wegstecken kann. Aber jetzt sind wir hier, glaube ich, in dieser Runde alle auch sehr selbstbewusst. So wissen, was wir können, wissen, was wir beitragen. Aber das kann eben auch nicht jeder. Steckt diesen Alltagsrassismus so für sich mal weg. Ne? Wir können damit umgehen. Aber ich denke, es wird einfach langsam, ist es die Zeit, dass man einfach anerkennt, es gibt Menschen, die heißen anders, die haben andere Namen, die heißen nicht Hermann oder Peter oder Michael, so, die haben andere Namen, die hören sich für uns erstmal anders an, aber sie sind ein Teil dieser Gesellschaft, sie gehören dazu. Das muss langsam mal umgesetzt werden, muss in die Köpfe rein. Helene Battemona ist noch bei uns. Frau Battemona, das Thema Wut war auch gerade ein Stichwort. Kennen Sie das auch in sich selber, dass dann irgendwann, Sie arbeiten ja auch mit Flüchtlingen zusammen, diese Wut überwiegt, etwa bei Behörden, wo Sie eben erzählt haben, gesagt haben, ich brauche da eine ganze Menge, bis die mich tatsächlich zur Kenntnis nehmen und wahrnehmen? Ich sage immer, dass jeden Tag brauche ich einen Kampfanzug. Nicht so kämpfen, sondern um einfach alles, was man hört, auf der Straße, im Büro, in Behördengängen zu bewältigen. Das ist jetzt für mich und ich habe für mich entschieden, dass ich muss stärker sein als Sozialarbeiterin mit afrikanischem Hintergrund, um meine Leute auch zu stärken. Und dadurch habe ich auch eine Art von Kampagnen begonnen, indem ich auch Empowerment-Trainings für den Betroffenen biete. Und in dem Prozess habe ich mich auch selber empowert, weil ich muss mich selber stark sein, um jemanden anders zu stärken. So kann ich sagen, ich komme zurecht, aber nicht so trotz, wie er Eltern sagte, dass man entwickelt wird. Ich habe mich geändert. So wie ich bin heute, war ich nicht früher, als ich nach Deutschland kam. Durch diese alltägliche Kämpferei, um sich hier zu rechtfertigen, dann wird man auch aggressiv. Und wenn man nicht bewusst ist, dann landet das auch woanders. Ich höre verschiedene Geschichten von meinen Klienten, zum Beispiel eine Mutter,
hat den Ding Sachen gekauft in DM und dann ist sie zu Rosemann Babysachen auch zu kaufen, aber sie hatte das Baby an der Kasse, Baby fängt an zu weinen und konnte sie der Quittung von DM nicht finden, um zu beweisen, dass die anderen Sachen sind von Rosemann. Und die Kassiererin und die alle Leute, die auch an der Strange haben so einen Druck gemacht, das Baby war am Weinen und diese Frau aus Nigeria, die hatte nicht anders, hatte diese Babybrand geöffnet und an der Kassierer geschultert. Also, und dann hat sie gesagt, gut, und der Sicherheitsmensch stand da, sie haben geklaut, sie haben geklaut, sie hatte keine Zeit, um diese Quittung zu bekommen, zu finden von ihrer Portemonnaie, mit einer heulende Baby und noch Druck von den anderen. Also man kann überreagieren. Und bevor man, ich merke, dass bevor die Klientin überreagiert, dann muss man auch was machen. Herr Dr. Decker, die Bertelsmann Stiftung hat in ihrer jüngsten Studie festgestellt, die Angst, die Ausgrenzung gegenüber Muslimen, die ist da besonders hoch, wo die wenigsten tatsächlich auch Muslime leben. Kann man das insgesamt auch für Deutschland sagen? Alltagsrassismus ist dort besonders hoch, wo vielleicht die wenigsten Menschen leben, die entweder Migrationshintergrund haben oder dann aus deutscher Sicht, in Anführungszeichen, aus biodeutscher Sicht, haben wir von Herrn Ibrahim eben gehört, anders aussehen? Ja, wir können tatsächlich feststellen, dass es wie bei vielen Vorurteilen, die Menschen haben, immer sehr schwierig ist, wenn man die aufrechterhalten muss, wenn man den Menschen begegnet, die man abwertet. Also es ist so, dass ein Antisemit oder auch ein islamfeindlich Eingestellter oder jemand, der ausländerfeindlich eingestellt ist, sehr viel größere Schwierigkeiten hat, an seinen Vorurteil festzuhalten, wenn er Kontakt mit diesen Menschen hat. Wir wissen das auch aus der Forschung. Das ist tatsächlich etwas, was eine sehr große Rolle spielt. Das ist das, der Kontakt zu Menschen baut Vorurteile ab, in der Regel. Wir haben ja auch schon gehört, dass das nicht zwingend der Fall ist. Manchmal bestätigen sie das auch, aber in der Regel ist das tatsächlich etwas, was passiert. Andererseits haben wir auch in der gesamten Bevölkerung sehr hohe Abwertung von Muslimen. Also wir müssen feststellen, dass über 40% der Bevölkerung tatsächlich auch Grundrechtseinschränkungen für Muslime fordern, also wie zum Beispiel die Einschränkung der Religionsfreiheit. Und das sind nicht nur Menschen, die mit Muslimen keinen Kontakt haben. Das ist tatsächlich nicht das Einzige, was ausschlaggebend ist, sondern es sind auch noch andere Faktoren, die mit reinkommen. In der Runde hier ist Ibrahim Yetim. Es geht darum, dass wir auch in unserer Sprache als Politiker, als diejenigen, die in die Öffentlichkeit gehen, dass wir uns da zurücknehmen. Wenn wir über Zuwanderung in Sozialsysteme sprechen, machen wir damit klar, dass es Menschen gibt, die nur hier hinkommen, um unser Sozialsystem auszunutzen. Das sind so Sachen, wo ich einfach glaube, da müssen wir uns ein Stück weit zurücknehmen, um nicht dieses Bild zu transportieren. Marius Jung hat in dieser Sendung ja schon mal von Provokation auch gesprochen, die wichtig ist, um auch aufzurütteln. Sie sind Kabarettist hier in Köln. Wenn Sie auch mit Blick eben auf die Parteien und die politischen Diskussionen, ist es manchmal vielleicht sogar ganz gut, dass die CSU ein bisschen provoziert? Ich glaube, die Gefahr liegt darin, Ängste zu schüren, weil wir haben jetzt eben darüber gesprochen, wo sind Ihre Ursachen für Rassismus. Und das sind eben zwei Dinge. Das eine ist Unwissenheit und das andere ist Angst. Und diese Angst wird dann projiziert in alles, was fremd aussieht, sich fremd anfühlt, sich fremd anhört. Und von daher finde ich bestimmte Sätze nicht gerade sinnvoll. Ob das jetzt unser Innenminister, der von den Rückkehrern, und plötzlich ist das eine diffuse Riesengruppe von Kämpfern, die mit Sprengstoffgürteln durch die Städte rennen. Das schürt nochmal Ängste und diese eben die Geschichte von wegen fünfmal in einer Stadt überprüft zu werden. Ich war eine Zeit lang mit einem muslimischen Kollegen auf Tour und wir wurden auch ständig und immer angehalten. So und wirklich ständig überprüft. Und er hatte im Gegensatz zu mir eben keinen deutschen Pass. Und das sind Geschichten, die natürlich eben auch nochmal geschürt werden, wenn Angst gemacht wird. Und das muss aufhören. Herr Menzel aus Goslar, der sagte, wir müssen einfach sehr viel mehr Zeichen setzen. Er erzählte von einem Erlebnis im Zug, wo der Schaffner kam und eine Dame vor ihm erklärte, der Automat hätte nicht funktioniert und sie hätte dann ein Ticket bekommen. Daneben hätte ein dunkelhäutiger Herr gesessen, der auch gesagt hat, dass der Automat nicht funktioniert hat. Der Beamte hätte ihn beschimpft, er sollte eine Strafe zahlen, weil er ohne Fahrschein gefahren werde. Und er und andere Passagiere, so erzählt Herr Menzel, wären dann aufgestanden und hätten sich
vor diesen dunkelhäutigen Menschen gestellt und gesagt, so geht es nicht. Die Lehre daraus, lieber einfach mal aufstehen und eben auch in Schutz nehmen, da wo man dem alltäglichen Rassismus begegnet. Ich glaube, wir müssen noch mal darüber reden, Dr. Decker, wo und wann fängt Alltagsrassismus an? Ist es nur eine Höflichkeit zu fragen, wo kommen Sie her und Sie sprechen aber gut Deutsch, oder ist das schon der Anfang von Rassismus? Was sagen Sie als Wissenschaftler? Ich glaube, wir werden uns der Frage auf der individuellen Ebene nicht wirklich, der Antwort auf diese Frage nicht wirklich annähern können. Ich möchte mich nicht vor der Beantwortung drücken, sondern wirklich nochmal auf den Punkt zurückkommen, dass ich ja auch als Sozialpsychologe weniger alleine Verhaltens- als auch Verhältnisforscher bin. Die Frage ist ja, wie kommt es, dass die Gesellschaft das, was sie braucht, also die offene Gesellschaft das, was sie braucht, nämlich demokratisches Miteinander, selber auch behindert? Wieso bringt sie hervor, nämlich Rassismen bei den Menschen, wie kommt das zustande? Und damit erst kann man auch tatsächlich die Frage beantworten, wenn man das verstanden hat, warum ist welche Verhaltensweise oder welche Reaktion rassistisch und welche nicht? Und tatsächlich haben wir es einmal mit einer weitreichenden Entsolidarisierung zu tun in der Gesellschaft in den letzten 10 bis 20 Jahren, die im Grunde genommen auch den Hintergrund liefert für solche Formen von Zunahmen von Stereotypen bis hin zu Vorurteilen und der Abwertung von anderen Menschen. Und hier ist tatsächlich auch das Problem zu sehen, dass wir einen Ungleichwertigkeitsdiskurs haben. Die Frage ist ja etwas, was die Menschen übernehmen. Das kennzeichnet Rassismen, dass es Ungleichwertigkeiten von Menschen gibt, dass es Unterschiede gibt und dass Menschen nicht alle gleich sind, ist selbstverständlich und Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft, dass sie aber ungleichwertig sind, ist Kennzeichen des Rassismus. Und ich glaube, dass wir hier auch einen Blick werfen müssen, um zu verstehen, wieso kommt es zu einer solchen Verschärfung von Ungleichwertigkeitsvorstellungen. Und dann sind wir auch näher dran zu verstehen, warum ist es denn eigentlich in dem Fall rassistisch oder vielleicht ist es in dem anderen Fall einfach auch ein menschliches Interesse an Differenz. Und die Anerkennung von Differenz ist ja auch ein sehr wesentlicher Punkt, denn wir sind alle unterschiedlich. Aber warum ist es in dem einen Fall gehäuft und wird zu einem Vorurteil und Stereotyp und in dem anderen Fall nicht? Und dafür müssen wir uns weniger Menschen anschauen als auch gesellschaftliche Verhältnisse, unter denen wir leben.